Kolleginnen und Kollegen, ich rufe nun auf Tagesordnungspunkt 8, Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend Handels- und Investitionsschutzabkommen CETA ablehnen, Drucksache 19/4528, zusammen mit Tagesordnungspunkt 56, Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN betreffend Freihandelsabkommen CETA, Drucksache 19/4707. Vereinbarte Redezeit 5 Minuten. Und als Erstes hat das Wort Kollege van Ooyen, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Mitte Februar stimmte das Europaparlament dem Freihandelsabkommen CETA mehrheitlich zu. Wir hatten ja diesen Antrag exakt vorher eingebracht. Deshalb ist er jetzt verschleppt in das Märzplenum gerutscht. Von daher machen wir ein wenig Nachgarten, auch wenn ich gerade gelesen habe, dass ein Ministerpräsident Kretschmann diesem auch im Bundesrat zustimmen will, was mich natürlich zusätzlich erschreckt. Damit hat die Mehrheit des Europaparlaments indirekt den Startschuss für die teilweise Umsetzung des Abkommens vor der Ratifizierung durch die nationalen Parlamente zugestimmt. Wir halten dieses Vorgehen, dass nun Fakten geschaffen werden können, die selbst bei einem Scheitern von CETA kaum wieder eingeholt werden können, für falsch und äußerst schädlich. Wir begrüßen daher, dass die Grünen und Linken Abgeordneten im Europaparlament gegen CETA gestimmt haben und damit auch den Protesten vor dem Parlament eine Stimme gaben. Wir sollten diese Verweigerung nutzen, noch intensiver über CETA in den Mitgliedstaaten zu informieren und die nationalen Parlamente und Länderkammern unter Druck setzen. Dennoch ist der Kampf gegen CETA, wie gesagt, nicht verloren. Es müssen alle 38 nationalen und regionalen Parlamente zustimmen, bevor das Abkommen in Kraft treten kann. Daher werden wir als LINKE gemeinsam mit unseren Bündnispartnern in den Gewerkschaften, den Kirchen und globalisierungskritischen Organisationen wie ATTAC weiter Widerstand im Ratifizierungsprozess leisten. Wir werden dafür kämpfen, dass CETA scheitert. Die Zeichen dafür stehen nach meiner Meinung gut. In den Niederlanden stehen die Zeichen auf eine Volksabstimmung, und auch in der belgischen Wallonie gab und gibt es Widerstand gegen dieses CETA-Projekt. Und wie gesagt, dieser Widerstand ist berechtigt. Ist doch CETA nichts anderes als TTIP durch die Hintertür. Es reicht, einen Blick auf den Vertragspartner Kanada zu werfen, um zu sehen, was dort auf den Menschen in Europa zukommt. Allein der Blick auf die ILO-Kernnormen, von denen in Kanada lediglich 6 von 8 gelten, lassen Schlimmes befürchten. Weder gibt es in Kanada eine Norm über das Mindestalter für eine entlohnte Beschäftigung, noch gibt es eine Norm zum Recht auf Organisation und kollektive Tarifverhandlungen. Allein die letzte fehlende Norm wurde von den ultrakonservativen Regierungen unter Ministerpräsident Harper zwischen 2006 und 2015 etliche Male gegen streikende Eisenbahner, Postler und Beschäftigte der Fluggesellschaft Air Canada ausgenutzt, um sie zur Arbeit zu zwingen. Das zeigt, wenn der praktische Hebel zur Durchsetzung fehlt, es also vor allem keine kollektiven Tarifverhandlungen ermöglicht, sieht es für die theoretisch geltenden Arbeitsrechte sehr, sehr schlecht aus. Die Erfahrungen mit Handelsabkommen sind in Kanada schon deutlich länger vorhanden. Bereits seit 1988, spätestens aber mit dem nordamerikanischen Freihandelsvertrag von 1994 zwischen den USA, Kanada und Mexiko, kennt man die verbindlichen privaten Schiedsgerichte, vor denen Investoren, nicht aber Beschäftigte, Gewerkschaften, Städte und Staaten klagen können. In der nordamerikanischen Logik können nur die Rechte der Investoren verbindlich und sanktionsbewehrt geregelt werden. Um dieses Vorgehen ist genauso in CETA vorgelebt. Der Begriff comprehensive, zu Deutsch umfassend, bedeutet in diesem Zusammenhang nichts anderes. Der Schutz der Rechte von privaten Investoren hat Vorrang
vor denen die als Arbeitnehmer, Verbraucher, Kleinunternehmer in der Kreativwirtschaft, Handwerker und Landwirte, diese werden keine Vorteile von CETA haben, sondern ausschließlich Nachteile erwarten können. Wir unterstützen daher auch die mehr als 2.000 Kommunen und Regionen innerhalb der EU, die sich bereits zu TTIP und CETA-freien Zonen erklärt haben. Darunter sind auch hessische Städte wie Marburg oder Mühltal. Alle diese Kommunen haben deutlich gemacht, dass sie diese unsozialen Handelspolitik ablehnen und soziale Standards verteidigen und schützen. Wir finden, das ist ein großartiger Erfolg. DIE LINKE wird weiterhin an der Seite derjenigen stehen, die sich gegen diese Politik der Profitinteressen über das Allgemeinwohl stellen. Wir werden daher in und außerhalb des Parlaments weiterhin gegen die geplanten Freihandelsabkommen CETA, TISA und TTIP protestieren. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächstes hat das Wort Kollegin Hammann, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen von den LINKEN, lieber Willi van Ooym! Als ich den Antrag gelesen habe, muss ich erst einmal für mich feststellen, der ist in sich überhaupt nicht stringent. Ich mache es auch einmal ein Beispiel deutlich. Sie haben in der Überschrift gewählt oder ausgedrückt Handels- und Investitionsschutzabkommen CETA ablehnen, und dann fordern Sie unter Römisch 2, Punkt 4, der Landtag fordert die Landesregierung auf, auf europäischer Ebene, auf Bundesebene und im Bundesrat konkret absehbare Folgen des Abkommens für Hessen zu erörtern und eine Folgenabschätzung im Falle der Ratifizierung vorzunehmen. Lieber Herr Kollege van Ooyen, wir haben eine Beschlusslage im Hessischen Landtag. Diese Beschlusslage ist absolut eindeutig. Das heißt, das, was Sie versuchen, jetzt über den Antrag einzufordern, das ist schon Bestandteil dessen, was wir hier entschieden haben. Wir werden dieses Abkommen sehr kritisch begleiten und genau prüfen, ob das, was suggeriert wurde an Erkenntnissen und Verbesserungen, auch tatsächlich in der Wirklichkeit am Ende auch wiederzufinden ist. Sie wissen ganz genau, dass wir mit denjenigen waren, die diese kritische Protestbewegung zu TTIP und auch zu CETA angestoßen haben. Und man muss darauf feststellen, gerade diese kritische Protestbewegung hat doch dazu beigetragen, dass es auch zu Nachverhandlungen gekommen ist. Und das insbesondere von Deutschland, und es ist auch der Wallonie zu verdanken, dass es zu diesen geforderten Zusatzvereinbarungen gekommen ist. Diese haben Fortschritte erbracht. So, nun gibt es diese 37 Zusatzvereinbarungen, über die allerdings noch Unklarheiten bestehen, mit Blick auch auf die Rechtsverbindlichkeit. Das heißt also, genau der Vertragstext von CETA sowie die 37 Zusatzvereinbarungen gehören auf den Prüfstand. Sie müssen einer sorgfältigen Prüfung auch unterzogen werden. Und gerade das, und da komme ich wieder zu dem Antrag zurück, gerade auch mit Blick auf konkrete Auswirkungen durch Fragen rund um ihre Rechtsverbindlichkeit und auch gerade auf die Auswirkungen auf Hessen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, aufgrund der Klarstellung auch auf europäischer Ebene, dass CETA zu einem gemischten Abkommen auch erklärt wurde, bedeutet dies, dass die nationalen Parlamente sich natürlich dann auch damit beschäftigen werden und am Ende auch eine Entscheidung für eine Zustimmung oder eine Ablehnung abgeben müssen. Sie wissen ganz genau, die Bundesregierung, auch der damalige noch Bundeswirtschaftsminister Gabriel, verkündete im Juli 2016, ein Ratifizierungsgesetz zu CETA vorlegen zu wollen, mit dem sich dann auch der Bundestag und auch der Bundesrat befassen sollte. Mir ist nicht bekannt, ob aus diesen Ankündigungen jetzt etwas schon entstanden ist. Aber auch nein, das ist nicht der Herr Gabriel, ich sage nur, aber auch dieses angekündigte und noch nicht vorliegende Ratifizierungsgesetz der Bundesregierung bedarf einer sorgfältigen Überprüfung. Nichts anderes will ich damit festhalten. Für uns Grüne ist es wichtig, dass die vom Hessischen Landtag aufgestellten Kriterien, die in den Anträgen Drucksachen 19.300 sowie 19.3333 für die Bewertung der Verhandlungsergebnisse als Prüfungsgrundlage auch herangezogen werden.
Ich betone auch noch einmal, was wir damals beschlossen haben. Das sind unter anderem die Wahrung von Schutzstandards, insbesondere zum Schutz des Lebens, der Gesundheit, des geistigen Eigentums, der Arbeitnehmerrechte, des Umwelt- und Tierschutzes und des Daten- und Verbraucherschutzes, dem Beibehalt des in Europa bewährten Prinzips des vorsorgenden Verbraucherschutzes und den Beibehalt eines sozialen und ökologischen Standards als Bestandteil öffentlicher Ausschreibung sowie der Schutz des Wassers vor Privatisierung. Und damit, meine Damen und Herren, haben wir die Kriterien, anhand dessen dies alles auch überprüft werden muss. Ich möchte Sie auf eine Ausgabe der Zeitung Rathaus und Umwelt 2009/2016, das ist die Ausgabe 6/2016, aufmerksam machen. Darin finden Sie eine Zusammenfassung. Man kann, ich möchte es auch nicht jetzt in Gänze darstellen, aber in Ausschnitten möchte ich schon darstellen, was von dort zusammengefasst wurde. Dort wurde gesagt, das ist jetzt nicht meine Wertung, das ist etwas, was am Ende auch zu überprüfen wäre. Ich betone das gleich zu Beginn nicht, dass ein falscher Eindruck entsteht. Aber darin wird gesagt, CETA würde die Regierung nicht daran hindern, die Erbringung dieser Dienstleistungen im öffentlichen Interesse zu definieren, zu erbringen und zu regulieren. Und es wird ausdrücklich betont, dass CETA die Fähigkeit der Vertragsschließenden wahren würde, ihre eigenen Gesetze und Vorschriften zu erlassen und anzuwenden, die im öffentlichen Interesse die Wirtschaftstätigkeit regulieren, wie etwa wörtlich, und das ist wörtlich auch genannt, Schutz und Förderung der öffentlichen Sicherheit, Umweltschutz, öffentliche Sittlichkeit, Sozialschutz oder Verbraucherschutz, Schutz von Privatsphäre und Datenschutz sowie Förderung und Schutz der kulturellen Vielfalt. Und auch die Kommission hat dies noch einmal bestätigt mit einem Zitat. CETA berührt nicht die Lebensmittel- und Umweltvorschriften der EU. Kanadische Erzeugnisse dürfen ohne jegliche Ausnahme nur dann in die EU eingeführt und hier verkauft werden, wenn sie vollständig im Einklang mit den europäischen Rechtsvorschriften stehen. Meine Kollegin Hamann, Sie müssen zum Schluss kommen. Ich komme zum Schluss. Meine Damen und Herren, der Handel, den die EU mit Regionen und Staaten außerhalb betreibt, muss fairen Regeln unterliegen und darf den Wirtschaftsraum der EU und ihre demokratischen Institutionen nicht schwächen. Ob das im Falle von CETA so ist, wird die Prüfung ergeben. Und anschließend wissen wir mehr. Für uns gilt nämlich erst die Fakten und dann die Meinung. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Rock für die FDP-Fraktion. So, ich begrüße den Wirtschaftsminister zu der Debatte. Sehr geehrter Herr Al-Wazir, schön, dass Sie Zeit haben. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, wir sprechen heute über ein Handelsabkommen. CETA, Handelsabkommen. Ja, dachte ich, ist interessant für den Minister. So, dann. Ich weiß nicht, ich habe ganz höflich den Minister begrüßt, der jetzt hier hereingestürzt ist, um meinen Worten zu lauschen. Das finde ich gut. Und dann aber die Redezeit läuft weiter, Kollege Wolf. Ja. Also, wenn das schon zu Irritationen führt, dann weiß ich ja nicht. Ich will zum Handelsabkommen muss ich unbedingt noch ein paar grundsätzliche Dinge ausführen. Weil man kann sich hier in großer Kleinteiligkeit verlieren, wenn man eigentlich keine politischen Aussagen treffen möchte. Aber es ist doch für die größte Exportnation der Welt. Also Deutschland exportiert Güter in einem höheren Wert als das Land China mit 1,2 oder 1,3 Milliarden Einwohnern. Die größte Exportnation der Welt fängt an, Handel kritisch zu sehen. Da muss man sich schon einmal fragen, was passiert in unserem Land. Und dann und als zweiten Schritt, was ist die Folge dieses Handelsbilanzüberschusses, den wir haben? Einen gewaltigen Leistungsbilanzüberschuss. Was machen wir damit? Wir investieren das Geld im Ausland. Also, es gibt kein Land, so gut wie kein anderes Land auf der Welt, das so ein großes Interesse an Investitionsschutz haben müsste, wie es Deutschland haben müsste. Warum gibt es jetzt in unserem Land eine Bewegung, die eigentlich natürliche Interessen Deutschlands kritisch sieht? Natürliche Interessen. Und dann kann ich Ihnen sagen, es ist natürlich richtig, dass wir über unsere Interessen, ich meine Handel, das mag bei Ihnen, bei den Linken anders sehen, aber es gab einmal die Meinung, dass Handel Frieden und Wohlstand schafft. Das waren wir einmal überzeugt von. Ich denke, da gibt es auch andere Parteien hier in dem Landtag, die auch glauben, Handel sorgt dafür, wenn man was Waren austauscht, dass das auch gut für den Austausch von anderen Kulturgütern und auch eher dem Frieden dient.
als dass es kritisch zu sehen ist. Es gab ja auch mal in der Friedensforschung, das kennen Sie ja wahrscheinlich, das McDonald-Gesetz. Das gab es damals. Ne? Ich weiß nicht, ob es jeder weiß. Es haben noch nie zwei Länder gegeneinander Krieg geführt, die einen McDonald's haben. Das hat man in der Friedensforschung das McDonald's-Gesetz genannt. Damit wollte man den Hinweis geben, Freihandel, der Westen, die offene Welt neigt eher nicht dazu, sich mit Feuer und Schwert zu bekämpfen. Nur als Hinweis an den jetzt scheidenden Abgeordneten Van Ooyen. Aber ich möchte auch noch einmal die Interessenslage wirklich für CETA, für unser Land, für die Bundesrepublik Deutschland, für das Land Hessen klarmachen. 70.000 Unternehmen handeln mit Kanada, 70.000 europäische Unternehmen. Davon sind 80% der Unternehmen kleine und mittelständische Unternehmen. In Deutschland sind 10.000 Unternehmen davon betroffen, die handeln mit Kanada. Für die ist das entscheidend. Da sind 140.000 Menschen beschäftigt, 10.000 Unternehmen, 140.000 Beschäftigte. Man sieht, man hat es wirklich mit mittelständischen Unternehmen zu tun, die hier Handel führen. Und natürlich, wer profitiert denn in erster Linie dann von diesem Handel und von diesen Handelserleichterungen, von Standardisierung, die Kosten für Unternehmen senken, die eben mit Kanada handeln wollen? Das sind kleine mittelständische Unternehmen, weil die großen Player, die haben riesen Rechtsabteilungen, die können das schon so stemmen. Für die Googles und was weiß ich, die Siemens der Welt ist ein Handelsabkommen nicht zentral entscheidend. Aber es ist für unsere mittelständische Wirtschaft ein zentrales Argument. Und darum muss man eigentlich in natürlicher Weise in einem Grundsatz für dieses Handelsabkommen sein. Und dann noch einmal zum Investitionsschutz. Es gibt ja jetzt ganz aktuell ein schönes Beispiel. Wenn ein hessisches Unternehmen in den Philippinen Infrastrukturmaßnahmen finanziert und dann enteignet wird, und das hessische Unternehmen ist zufällig die Fraport, wo auch noch das Land Hessen beteiligt ist, und weil es Investitionsschutzabkommen gibt, unsere hessischen Steuermittel und unsere hessischen Finanzen dann mit 120 Millionen € geschützt ist durch ein Investitionsschutzabkommen und durch ein Schiedsgericht, haben wir 120 Millionen € für Fraport wiederbekommen von den Investitionen, die wir auf den Philippinen getätigt haben, kann man doch eigentlich als Hessen nicht dagegen sein. Und darum noch einmal an die Freunde der Fraktionen, die die Landesregierung tragen. Der Wirtschaftsminister wird ja hier wieder wahrscheinlich die eine oder andere Pirouette drehen. Die GRÜNEN haben im Europaparlament, Herr Van Ooyen hat darauf hingewiesen, immer noch trotz den Verhandlungen tapfer gegen den Freihandel gestimmt. Zusammen mit Ihren linken Freunden haben Sie gegen eines der größten Interessen, das unser Land haben muss, gestimmt. Man kann über die Details reden, man kann sagen, wie organisiere ich den Handelsgerichtshof, man kann über ganz viele Dinge diskutieren, aber man kann als Deutschland, wenn man die Interessen Deutschlands vertritt, eigentlich nicht gegen Freihandel sein. Und darum erwarte ich von der Landesregierung ein klares Bekenntnis und auch eine klare Aussage, wie man sich, wenn es denn zur Abstimmung kommt, verhalten wird. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Utter, CDU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Der kanadische Premierminister Trudeau hat im Februar vor dem Europäischen Parlament in Straßburg gesprochen. Dabei sagte er, die ganze Welt profitiert von einer starken Europäischen Union. Dies waren klare Worte, die man so nicht von jedem Politiker von jenseits des Atlantiks hört. Den Freihandelsvertrag CETA nannte er einen Meilenstein in der Zusammenarbeit von Europäischer Union und Kanada. Er betonte, dass dieser Vertrag beiden Seiten nützt. In den kommenden Jahren können 99% der Zölle zwischen Kanada und der EU wegfallen. In einer Pressekonferenz betonte Trudeau, man befinde sich in einer globalisierten Welt. In dieser globalisierten Welt müssten Regierungen besser zusammenarbeiten, um Arbeitnehmerrechte und Klimaschutz zu stärken und um den Mittelschicht
und kleinen und mittleren Unternehmen neue wirtschaftliche Perspektiven zu eröffnen. Vor dieser Pressekonferenz hatte das Europäische Parlament am 15. Februar mit großer Mehrheit dem Handelsabkommen zugestimmt. Mit dieser Zustimmung gelten vorläufig die Teile des Vertrages, für die die Europäische Union allein zuständig ist. Für die endgültige Inkraftsetzung muss der Handelsvertrag nun von 38 nationalen und regionalen Parlamenten ratifiziert werden. Dieses Verfahren kann allerdings mehrere Jahre dauern. Die Bundesregierung wird ein Ratifizierungsgesetz vorlegen. Dann wird die Landesregierung prüfen, ob die Schutzstandards insbesondere zum Schutz des Lebens, der Gesundheit, des geistigen Eigentums, der Arbeitnehmerrechte, des Umwelt- und Tierschutzes und des Daten- und Verbraucherschutzes gewahrt bleiben. Im Rahmen der Verhandlungen gab es 37 ergänzende Protokollerklärungen, die die Bedenken der öffentlichen Diskussion aufgenommen haben. Ihre Auswirkungen auf Hessen werden geprüft. Für DIE LINKE steht das Ergebnis der Prüfung bereits fest. Ich befürchte allerdings, das stand schon fest, bevor überhaupt mit den Verhandlungen begonnen wurde. Im Gegensatz zu linken und rechten Nationalisten sehen wir in Freihandelsabkommen große Chancen für Unternehmen und Verbraucher, wenn sie fair ausgehandelt werden. CETA kann zu zusätzlicher Wertschöpfung, Arbeitsplätzen und höheren Einkommen führen. Insbesondere für Hessen mit seiner stark exportorientierten Wirtschaft können sich durch Zollabbau und gemeinsame Standards enorme Chancen ergeben. CETA wird laut aktueller Studien zu einer Ausweitung des Handels zwischen beiden Wirtschaftsräumen um über 20% führen. CETA hat meiner Meinung nach durch die Veränderung der weltpolitischen Lage an Bedeutung gewonnen. Der weltweite Freihandel, von dem Deutschland wie kaum ein anderes Land profitiert, wird derzeit nicht nur in den USA, sondern gerade auch leider bei uns populistisch diskutiert. Wir sollten uns dafür vor einfachen Parolen hüten, die den Menschen nur Angst machen, sondern, so wie wir es in unserem Antrag sagen, durch eine sachliche Prüfung feststellen, was für einen Nutzen dieses Abkommen für Hessen hat. Wir haben die Pflicht, diese Diskussion differenziert und sachlich zu führen. Ich glaube, dass vor allen Dingen auch durch die Zusatzerklärungen die Rechte der Verbraucher gut gewahrt bleiben. Die Investitionsschutzregelung finde ich ausgesprochen modern, vor allen Dingen deshalb, weil man missbräuchlichen Klagen entgegengetreten ist und auch ein Berufungsverfahren ermöglicht hat. Insgesamt muss man ja sagen, dass die Bundesrepublik bisher mit Investitionsschutzabkommen eher positive Erfahrungen gemacht hat. Und wir wollen, dass das auch so bleibt. Und auch diese Schiedsgerichtsbarkeit muss natürlich den modernen Entwicklungen angepasst werden. Das Abkommen wird den Zugang von europäischen Unternehmen zu öffentlichen Aufträgen in Kanada erleichtern. Die Unternehmen können sich zukünftig auch auf Provinz- und Kommunalebene in Kanada an öffentlichen Ausschreibungen beteiligen. Dadurch eröffnen sich große Chancen, besonders im Bereich des Beschaffungsmarktes. Und da sind vor allen Dingen auch kleinere und mittlere Unternehmen unterwegs. Der Europäischen Kommission ist es auch gelungen, dass Herkunftsbezeichnungen von landwirtschaftlichen Produkten verpflichtend bleiben. Kollege Utter, Sie müssen zum Schluss kommen. Schluss. Das war wohl eine der letzten Reden von Herrn van Ooyen. Und wieder einmal finde ich leider kaum einen Punkt der Gemeinsamkeit. Trotzdem möchte ich an dieser Stelle sagen, dass Herr van Ooyen seine Argumente immer ruhig und in einem angemessenen Ton hier vorgetragen hat. Und dafür bin ich ihm dankbar. Vielen Dank. Als Nächster spricht für die SPD-Fraktion Kollege Krüger. Thank you.
Kolleginnen und Kollegen, bitte hier vorne geht es weiter. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Damen und Herren! Am 15. Februar hat das Europaparlament CETA beschlossen und damit auch 37 Protokollerklärungen zusätzliche, in denen konkretisiert wurde, was von insbesondere einigen Staaten als konkretisierungswürdig erachtet wurde. Das ist der Stand der Dinge. Wir haben uns schon häufiger hier im Hause mit dem Thema auseinandergesetzt. Und eigentlich hat sich auch, darauf wurde auch schon hingewiesen, recht wenig seitdem verändert. Es gibt diesen Beschluss. Aber für uns wird das Ganze erst in dem Augenblick interessant, in dem ein Ratifizierungsgesetz vorgelegt wird. Dieses Ratifizierungsgesetz wiederum muss die Position der Bundesregierung, wenn die Bundesregierung das Ratifizierungsgesetz vorlegt, die Position der Bundesregierung beinhalten, aber z.B. auch die Konsequenzen aus dem Verfahren der anhängigen Klage beim Bundesverfassungsgericht zur Klärung z.B. der Kompetenzen des Regulatorischen Rates. Sie wissen, das Bundesverfassungsgericht hat auch einige Vorgaben gemacht. Die Bundesregierung muss da auch einige Erklärungen hinterlegen, was die vorläufige Anwendung von CETA angeht. All diese Sachen müssen in dem Ratifizierungsgesetz dann auch entsprechend beachtet werden. Aber wie gesagt, dieses Ratifizierungsgesetz liegt ja gar nicht vor. Worüber will man also dann jetzt im Augenblick reden? Weil die Frage, die ja nachher dann im Bundesrat aufgerufen wird, ist erstens Zustimmung oder Ablehnung des Ratifizierungsgesetzes. Nebenbei, spannende Frage, die dabei auch noch dann aufgerufen wird, es handelt sich um ein Zustimmungs- oder ein Einspruchsgesetz. Bundesrat nicht ganz unwesentlich, diese Frage zu klären. Interessanterweise finden sich übrigens dazu, wie zu anderen Feinheiten, in dem Antrag der LINKEN keinerlei Ansätze. In der Ratifizierungserklärung müssten sich dann auch eine Bewertung der Umsetzung durch die 37 Zusatzerklärungen wiederfinden, z.B. zu dem Thema Ungleichgewichte bei Klagerechten, Bezahlung der Schiedsrichter, Eingrenzung der Negativliste, insbesondere in Bezug auf öffentliche Dienstleistungen. Das sind Themen, die eine Rolle gespielt haben. Und inwiefern diese Themen dann in CETA entsprechend der Vorgaben der Bundesregierung umgesetzt worden sind, wird sich im Ratifizierungsgesetz finden. Wie gesagt, das liegt aber nicht vor. Worüber wollen wir dann eigentlich hier jetzt entscheiden? Aber wie gesagt, um diese Feinheiten geht es bei dem Antrag der Fraktion DIE LINKE ja gar nicht, sondern ich habe den Eindruck, wir haben den Eindruck, es geht hier um eine grundsätzliche Ablehnung von Handelsverträgen. Das kann man, diese Position kann man haben. Wir teilen sie aber nicht. Wir wissen, dass gerade in Hessen die meisten industriellen Arbeitsplätze von guten Exportbedingungen abhängen, mithin von Handelsverträgen. Und wir wollen, dass diese Exportbedingungen auch weiter verbessert werden. Dafür brauchen wir Handelsverträge. Und nun kann man natürlich, wie die Fraktion DIE LINKE, der EU die Handelspolitik überlassen, weil das ist ja ihre alleinige Zuständigkeit. Da hat auch der Bundesrat nichts reinzufummeln, schon gar nicht der Landtag. Dann macht die EU-Kommission das so, wie sie das für richtig hält. Damit vergibt man sich aber auch die Möglichkeit, Dinge zu regeln, die man eigentlich gerne geregelt haben möchte, wie z.B. ILO-Kernarbeitsnormen, wie z.B. Umweltstandards. Das alles kann man nicht regeln, wenn man der EU-Kommission einfach die Handelspolitik überlässt und keine Comprehensive-Abkommen machen will, also keine darüber hinausgehenden Abkommen. Und es will mir als Sozialdemokrat einfach nicht in den Kopf, dass man nicht alle Mühe auf sich nimmt, um diese Art von Gestaltung der Handelspolitik auf die Wege zu bringen. Und genau das ist das, was wir in den letzten Monaten und Jahren gemacht haben. Da kann man sich jetzt darüber streiten, ob das nachher voll und ganz zur Zufriedenheit passiert ist. Das drückt sich dann auch darin aus, dass nicht alle Sozialdemokraten zugestimmt haben im Europaparlament. Wir streiten uns auch innerhalb unserer Partei um diese Frage. Aber
Wir streiten uns darum, wie wir diese Handelspolitik gestalten können, und nicht darum, sie einfach pauschal abzulehnen. Und deswegen, meine Damen und Herren, werden wir Sozialdemokraten diesen Antrag ablehnen und der nun als dringlich nachgelieferte Antrag der Koalition enthält zwar einige richtige Punkte, aber wir brauchen nun wirklich nicht zu beschließen, dass wir uns bei der Landesregierung dafür bedanken, dass sie Beschlüsse des Landtages umsetzt. Und deswegen werden wir uns da enthalten. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Für die Landesregierung spricht Staatsminister Sekretär Weinmeister. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich denke, dass wir in dieser Debatte alle Schlaglichter und alle Besonderheiten dieses besonderen Abkommens schon beleuchtet haben. Ich bin dem Kollegen Krüger gerade für die letzten Ausführungen sehr dankbar, weil sie sehr nahe auch dem kommen, was wir als Landesregierung denken. Wir sind als Hessen natürlich exportorientiert, aber nicht nur in der Frage der Arbeitsplätze, die wir in Europa haben. Jeder siebte Arbeitsplatz in Europa hängt am Export. Jeder siebte. Genauso wichtig ist für uns aber auch die Frage, dass von dem Geld, das aus Kanada in Deutschland investiert wird, ein Drittel nach Hessen fließt. Ein Drittel aller kanadischen Investitionen in Deutschland kommen nach Hessen. Also haben wir ein vitales Interesse daran, mit Kanada in einer guten Politik gemeinsam zu arbeiten und gemeinsam auch Möglichkeiten auszuloten, wie wir das in Zukunft weiter ausbauen können. Und dann ist die Frage, wie wird das gemacht? Ich glaube, da haben auch die Vorredner darauf hingewiesen. Dabei geht es natürlich darum, dass wir die Standards, die wir gerne umgesetzt haben wollen, im Bereich von Gesundheit, im Bereich von Umwelt, aber auch in Frage der Kernarbeitsnormen, auch darüber ist gesprochen worden, dass wir da natürlich einen besonderen Wert drauf legen. Ich möchte nur auf einen Gedanken hinweisen, der auch immer wieder vorgetragen wird und der mir wichtig ist. Wenn wir in Zukunft die Handelspolitik auf dieser Welt insgesamt so beeinflussen wollen, wie wir sie gerne haben möchten, müssen wir aktiv vorangehen und deutlich machen, wie das gehen kann. Und da ist eine Frage besonders wichtig. Die Kernarbeitsnormen haben in Kanada keine große Tradition. Erst im Zuge der Verhandlungen bei CETA ist es überhaupt dazu gekommen, dass die Kernarbeitsnormen in kanadisches Recht übersetzt worden sind. Ohne diese Verhandlungen wäre das wahrscheinlich so in dieser Form nicht passiert. Und, lieber Herr von Euen, ich kann Ihnen noch mitteilen, es sind nicht sechs, sondern sieben schon bereits ratifiziert im kanadischen Recht. Und die achte und letzte Kernarbeitsnorm, die gefordert ist, ist ebenfalls in der parlamentarischen Bearbeitung. Also, von daher hat sich zumindest diese Aussage doch bewahrheitet, dass wir mit Handelsabkommen auch Einfluss nehmen können auf die Standards in anderen Ländern, wo wir sonst nie hätten die Möglichkeit gehabt haben, unsere Vorstellung durchzuführen. Und deswegen werbe ich so dafür zu sagen, lassen Sie uns offen daran gehen. Wir haben 37 Zusatzprotokollerklärungen, das ist bereits gesagt worden. Und die werden wir uns jetzt in Ruhe alle anschauen und schauen, welche Auswirkungen hat das für Hessen, was vor allen Dingen für die kleinen und mittleren Betriebe, was bedeutet das. Aber das, was ich bisher gesehen habe, mit der Frage des Right to Regulate, also dass die Staaten weiterhin natürlich über ihre einzelnen Politiken selbst entscheiden können und sagen können, was sie in ihren Ländern haben wollen. Und auch bei der Frage, ob das bei Ursprungsbezeichnungen ist in der Landwirtschaft oder bei der Frage, wie wir in Zukunft mit der Daseinsvorsorge vorgehen, die nämlich gar nicht darüber erfasst ist, sondern bewusst ausgenommen worden ist, dass wir diese Standards bei uns erhalten und dies auch im Abkommen festlegen. Für mich ist eines wichtig, ich glaube, auch in dieser Zeit, wenn es jenseits des Atlantikes ein großes wirtschaftliches Gebilde gibt, das sich auf den Weg macht, protektionistisch
ihre Politik auszurichten, zumindest nach den Aussagen des obersten Repräsentanten, dann muss es doch umso mehr unser Interesse sein, in diesem Bereich neue Akzente zu setzen mit anderen Partnern, um auch deutlich zu machen, dass wir handlungsfähig als Europäische Union bleiben und bleiben wollen. Und deswegen, die Redner haben das gesagt, wir werden jetzt das Ratifizierungsgesetz der Bundesregierung abwarten, werden uns anschauen, was da drin steht. Und wenn wir am Ende glauben, das ist nicht in Ordnung, dann haben wir ein Problem. Und wenn wir am Ende glauben, es ist in Ordnung, dann werden wir in Hessen auch zustimmen. Aber das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Staatssekretär Waldmeister. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Es wurde vereinbart, dass der Antrag und der Dringliche Entschließungsantrag in den Europaausschuss überwiesen werden. Dann machen wir das so.